habe den Rechtsanwälten gesagt, ich meine, sie müssen sich klar sein, ich weiß nicht, wer ihre Informanten sind, aber denen müssen sie sagen, wenn sie das Bankkundengeheimnis verletzen, dann sind sie strafbar. Es gibt Dinge im Leben, die man unter Umständen tun muss, auch wenn man dann bestraft wird. Das ist im Bereich des Widerstandsrechts, das kennen wir. Sie haben auch mit Recht gesagt, das können Sie unsere Sorge sein lassen. Die Verdachtsmomente, die ich damals hatte, habe ich hier offengelegt, aber ich habe gesagt, ich weiß nicht, ist das alles? Und ich habe vor allem gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich wusste es auch nicht. Ich habe erstmals in der Pressemitteilung der Bankenkommission vom 23. Dezember gesehen, dass mindestens die dort aufgeführten, geprüften Währungs- und Aktiengeschäfte, weiß nicht, ob sie auch noch drin waren, und nachdem ich das PwC-Gutachten gesehen habe, habe ich gesagt, mindestens ein Teil der mir zugetragenen Informationen sind richtig. Wenn hier steht, es seien keine Gewinne, und Herr Hildebrand unter dem Druck der Presse, also der Weltwoche, gestern erklärt, er hätte 75.000 Gewinne gemacht. Und auch erklärt, das sei falsch gewesen, er hätte anders handeln sollen. Und dann, mehr Kumpa, oder? Ja. Und die Frau ist schuld, es hat eine zu starke Frau und so weiter. Das zählt alles nicht. Es zählt nur eines, er hat es gemacht und er wird gedeckt. Er ist auch nicht mehr handlungsfähig, das müssen Sie sehen. Jemand, der das gemacht hat, ist auch erpressbar. Wenn jeder Mann weiß, er hat etwas gemacht, das er nicht hätte machen sollen, dann kann man nicht mehr im Amt bleiben. Das geht nicht. Unsere Partei, die größte Partei, hat darum gestern beschlossen, mit einer sehr gründlichen Parteileitungssitzung, erstens, wir müssen einschreiten, er ist untragbar. Und zweitens, er ist ein Spekulant. Notenbankpräsidenten mit einer Million Einkommen dürfen keine Spekulanten sein. Und drittens, wir wollen erreichen, dass es eine parlamentarische Untersuchungskommission gibt über die ganze Aufsichtsfrage der Nationalbank. Da müssen aber andere Parteien zustimmen. Und wie ich gehört habe, wollen sie blockieren. Das ist auch